Beschreibt eine Gleichung einen Kreis oder auch nicht? In dem Video geht es darum, Kreisgleichungen zu überprüfen. Und wenn wir das gemacht haben und es stimmt, dann können wir natürlich auch die Koordinaten des Mittelpunktes und den Radius ablesen. Wir wollen überprüfen, ob eine quadratische Gleichung einen Kreis beschreiben kann oder nicht. Und dazu brauchen wir zwei Schritte, nämlich einmal die quadratische Ergänzung. Wenn du nicht mehr weißt, wie das ist, dann empfehle ich dir sehr mein Video. Das habe ich dir hier oben nochmal verlinkt. Und wenn wir dann tatsächlich eine Kreisgleichung vorliegen haben, dann können wir ganz einfach die Koordinaten des Mittelpunkts ablesen und auch den Radius. Als allererstes führen wir jetzt mal die quadratische Ergänzung aus. Das heißt, wir müssen ja hier irgendwas quadratisch ergänzen und bei dem y auch. Also lassen wir mal hier ein bisschen Platz. Dann ergibt sich also x quadrat minus 8x. Also lassen mal ein bisschen Platz. Dann kommt irgendwann y quadrat plus 4y. Lassen wir wieder ein bisschen Platz. Das ist gleich minus 11. Bei der quadratischen Ergänzung ist es jetzt so, dass ich eben die Zahl, die hier vor dem x bzw. die Zahl, die hier vor dem y, also dem linearen Glied, steht, halbiere und dann deren Quadrat dazuzähle. Also in dem Fall die Hälfte von 8 ist 4, also muss ich in dem Fall 4 zum Quadrat dazuzählen. Da sich aber natürlich jetzt der Wert des Terms verändert hat, muss ich das sofort wieder abziehen, also minus 4 zum Quadrat. Genau das gleiche funktioniert jetzt hier hinten. Die Hälfte von 4 ist 2, also muss ich 2 zum Quadrat dazuzählen und 2 zum Quadrat sofort wieder abziehen. Warum mache ich das? Hier an der Stelle und an der Stelle habe ich jetzt die ausmultiplizierte binomische Formel stehen. Die kann ich nämlich jetzt zurückführen. Dann habe ich nämlich hier stehen x. Hier steht ja minus, also x minus 4 zum Quadrat. Da habe ich minus 4 hoch 2, also minus 16 stehen. Und an der Stelle habe ich wieder die binomische Formel. Das ist jetzt plus y plus 2 in Klammern zum Quadrat. Hier steht noch minus 4 ist gleich. Naja, minus 11 bleibt einfach, wie es ist. Was haben wir hier außerhalb der Klammern stehen? Minus 16 und minus 4. Das macht zusammen minus 20. Also muss ich plus 20 rechnen und wird drüben 9 stehen. Also was habe ich denn hier noch auf der Seite? Ich habe noch x minus 4 zum Quadrat plus y plus 2 zum Quadrat ist gleich 9. Und 9 ist natürlich eine Quadratzahl. Das heißt... Die Wurzel aus 9 ist 3, der Radius wird dann 3 ergeben. Ja, und wir sind schon mittendrin, nämlich Ablesen der Koordinaten und des Radius. Wir haben schon gesagt, naja, 9, das ist eine Quadratzahl, also r ist 9, dann ist r natürlich gleich 3. Und die Koordinaten des Mittelpunktes, die ergeben sich ja hier aus dem, was in den binomischen Formeln hier drin steht. Da haben wir also minus 4. Das heißt, die erste Koordinate des Mittelpunktes wird tatsächlich 4 sein. Ihr wisst, es ist ja immer die Zahl hier, aber mit verändertem Vorzeichen. Und wenn hier plus 2 steht, dann ist die zweite Koordinate des Mittelpunktes dann minus 2.